Hallo zusammen und ich hoffe, ihr seht schon am Thumbnail, dass ihr dieses Video nicht zu 100% ernst nehmen solltet. Ich meine ernst, was ich hier sage, aber ich will nicht irgendwie Beef starten oder großes Drama oder irgendein Käse. Engar hat einfach etwas in einem seinen Sammelstreams gesagt, wo ich nicht 100% mit übereinstimme und ich dachte, das wäre ein interessantes Thema, um es mal ein bisschen zu beleuchten. Und ich kann so mal testen, ob ich etwas genauere Videoantworten in dem Format machen kann, will und werde. Also in dem Sinne, lehnt euch zurück, schnappt euch Popcorn und genießt die Show. Wahnsinnige Antagonisten. Finde ich nicht so interessant. Eher nein für mich. Dieser Teil wäre einfach nur seine Meinung, also habe ich damit überhaupt kein Problem. Ich soll vielleicht den Text und die Farben erklären. Ich schreibe hier auf, was er sagt, einfach um sicherzugehen, dass ich selber alles richtig verstanden habe und färbe das Ganze ein, je nachdem, wie ich damit übereinstimme. Grün heißt, ich stimme vollkommen zu, blau heißt, ich stimme zu einem gewissen Teil zu und rot heißt, ich stimme nicht zu. Nachdem wir es geklärt haben, machen wir weiter. Wahnsinnige Henchmen, ja. Dann gerne, wir brauchen eine Erklärung für den Wahnsinn und eine Definition von dem Wahnsinn und wie sich dieser Wahnsinn äußert. Da hilft sehr gut die Cthulhu-Bücher weiter. Da gibt es viele Ansätze für sowas. Okay, der einzige Teil, mit dem ich hier nicht so wirklich übereinstimme, ist das mit den wahnsinnigen Henchmen. Einfach weil der Begriff Henchmen ein bisschen sehr allgemein gefasst ist. Heißt das, nur die untersten Unterlinge dürfen wirklich wahnsinnig sein, damit das Ganze Sinn macht? Oder geht es auch bis zu Zwischenbossen hoch oder Generälen oder wie weit auch immer? Aber das ist einfach ein Definitionsproblem und Engar hat es einfach nicht weiter erläutert, weil es war eine Frage in irgendeinem Sabbelstream. Da muss man nicht auf jedes Detail immer eingehen. Mit dem Rest stimme ich wieder vollkommen überein. Wenn ein Charakter wahnsinnig ist, muss man festlegen, warum ist er wahnsinnig, in welcher Art ist er wahnsinnig und wie äußert sich das überhaupt. Und ja, Cthulhu ist da eine große Hilfe. Einfach weil das Grundthema eigentlich Wahnsinn ist. Du hast mit Wissen und mit Wesen zu tun, die so weit übers Menschliche hinausgehen, dass du zwangsläufig wahnsinnig werden musst, weil dein Gehirn das nicht verarbeiten kann. Aber dazu kommen wir später nochmal genauer. Aber für mich eher nein, weil ich mag lieber die Antagonisten, die nicht aus purem Wahnsinn oder aus einer Sache, die den Wahnsinn hervorgerufen haben, handeln. Weil das ist für mich immer so ein bisschen dieses, in klassischem Fantasy-Setting jetzt, ne? Also auf das bezogen. Da ist das so ein bisschen so, in Cthulhu finde ich einen wahnsinnigen Antagonisten super. Aber in so einem klassischen Fantasy-Setting eher nicht, weil das mehr für die Charaktere dieses Dinges Kampf gegen das Böse. Und wenn das Böse aus Wahnsinn, also aus einer Krankheit herausgeboren ist, ist diese Abtrennung von Schwarz und Weiß nicht mehr so simpel. Diesmal haben wir ein bisschen mehr, also gehen wir das Ganze nach Wichtigkeit durch. Als erstes haben wir einfach mal wieder, es ist seine Meinung, also was kümmert's mich? Jeder hat seine Präferenzen. Dann sagt er, wahnsinnige Antagonisten in Cthulhu sind top und ja, es gehört wie gesagt zum Grundpaket mit dazu. Aber dass es in mittelalterlichen Settings nicht wirklich funktioniert. Und da habe ich ein paar Anmerkungen, würde ich sagen. Wenn wir uns einmal die Definition von Wahnsinn oder ganz allgemein gehalten Geisteskrankheiten anschauen, wäre das eine krankhafte Störung der Wahrnehmung, des Denkens, des Fühlens, des Handelns oder des Selbstbildes. Und das ist leider relativ schwammig. Darunter zählen natürlich Leute, die denken, sie wären Napoleon Bonaparte und das ist für keinen der Beteiligten lustig. Aber dazu zählen unter anderem auch religiöse Fanatiker. Ich glaube, das Sprichwort geht, wenn du mit Gott redest, bist du Christ, wenn Gott mit dir redet, bist du wahnsinnig. Und das stimmt so gesehen. Wenn wir uns mal Moskus aus Berserk angucken, ist das ein religiöser Fanatiker. Er ist zwar nicht ewig geistig behindert im ursprünglichen Sinne, aber er ist so extrem fanatisch, dass es für uns auf einem heutigen Level nicht nachvollziehbar ist, dass er bereit ist, für seinen Glauben alles zu tun. Und er nimmt diesen Glauben als Legitimierung, um schreckliche Dinge zu tun. Er ist ein Inquisitor und ihr seht die Bilder, also ihr wisst, was da los ist. Allerdings ist er religiös so fanatisch, dass er zum einen sich selbst geißelt, beziehungsweise sich selbst verletzt durch seinen Glauben, und bereit ist, Leuten zu helfen und sie dann gleichzeitig zu foltern, weil sie Sünder sind und Sünde bestraft werden muss. Er ist so absolut wahnsinnig religiös, dass ihm Flügel wachsen und er es einfach als Wunder hinnimmt und ganz normal mit seinem Tagesgeschäft weitermacht. Mir kann niemand erzählen, dass der Typ noch alle Latten am Zaun hat. Und das bringt mich zu dem, was ich bei Engar rot angestrichen hatte. Die simple Abtrennung von Schwarz und Weiß. Es mag wieder auf die Fantasy ankommen, aber ich persönlich mag etwas komplexeres moralisches Gedingse. Wenn ihr irgendetwas relativ simples spielt, wie gesagt mal einfach Pathfinder,
Denkt ihr gar nicht über Gut und Böse nach, weil Gut und Böse im Grunde in den Regeln festgelegt sind. Ihr seid gut, weil es steht vom Charakterbogen, die Goblins sind böse, weil es steht im Bestiarium drin. Darum dürft ihr die Goblins einfach so töten, weil die sind böse und tun böse Sachen, weil sie böse sind. Ihr seht den Kreis da, der sich da formt. Aber bei solchen zum Beispiel Game of Thrones oder halt auch das vorerwähnte Berserk sind Charaktere, sowohl Helden als auch Bösewichte, komplexer. Guts hat zwar an und für sich nichts falsch gemacht und sein Wunsch der Rache ist vollkommen legitim und er sorgt sich um seine Freunde, aber er ist trotzdem ein Massenmörder. Auf der anderen Seite erzeugt Griffith zwar ein wunderbares Königreich für alle und hat im Grunde fast im Alleingang den 100-jährigen Krieg beendet und eine Invasion von einem Dämonenkönig beendet, aber er hat die Gesamtheit seiner Freunde geopfert, um ein Dämon zu werden. Ihr seht, wie das Ganze irgendwo zwischen Grauzonen und alle sind Arschlöcher, wer ist das größte Arschloch, rumschwankt. Aber zu dem Gut und Böse kommen wir gleich noch genauer. Du kannst den Bösen nicht mehr in Anführungszeichen einfach killen, weil er böse ist. Auch wenn du seine Motivation verstehst, weil seine Motivation in dem Sinne keine eigens produzierte Motivation oder ein verdrehtes Weltbild ist, die ihn böse gemacht hat, sondern er ist krank. Und eigentlich muss er nicht aufgehalten werden, sondern behandelt werden. Und das produziert dann ein moralisches Dilemma, das ich in Fantasy-Runden in der Form nicht gerne habe. Okay, noch einmal kurz vorweg, es ist wie gesagt seine Meinung, bla bla bla, womit nochmal alle wirklich verstanden haben. Aber hier gibt's einen kleinen Denkfehler. Engel hat hier in diesem Teil jetzt zweimal erwähnt, einmal mit, dass es nicht seine eigenen Motivationen, weil die von diesem Krankheitgedingens im Kopf kommen, und zum anderen, man muss Leute nicht aufhalten, muss sie behandeln, dass die Wahnsinnigen im Grunde nicht selber daran schuld sind, was sie tun und denken und fühlen und so weiter und so fort. Und im echten Leben stimme ich dem vollkommen zu. Aber in einem Fantasy-Setting ist das wieder etwas problematisch. Ich erkläre kurz, was ich meine. Wenn du einen Typen nimmst wie Abdul al-Hazred, für die von euch, die es nicht wissen, das ist der Typ im Cthulhu-Mythos, der das Necronomicon geschrieben hat. Jemand, der aktiv seinen Glauben an Allah abgelegt hat, um aktiv diesen bösen Weltraumgöttern zu huldigen. Der aktiv und willentlich deren Zeug niedergeschrieben hat und sich aktiv deren Magie bedient hat. Und ihr merkt daran, wie ich aktiv betone, dass ich entweder einen Sprachfehler habe, gerade einen Schlaganfall hatte, oder dass das aktive Verlangen nach diesem Wahnsinn eventuell seine Schuldfrage klärt. Okay, ich sag's nochmal so. Abdul al-Hazred hat das geheime Wissen erlangt, wie viele, viele Leute nach ihm, die alle lustigerweise Protagonisten bei Lovecraft geworden sind. Und die Reaktion der meisten Leute ist, oh mein Gott, die Wände bluten und ich höre die Stimmen alter, toter Götter, die mich nach Relier rufen. Ich werde jetzt einen Brief schreiben, den an meinen Freund schicken, der nach einem relativ coolen Roman klingen wird, und mich dann umbringen, damit ich diesem Wahnsinn nicht zum Opfer falle. Oder sie machen Option 2, das, was Abdul gemacht hat. Sie denken sich, boah, cool, die Wände bluten und ich höre die Stimmen alter, toter Götter, die mich nach Relier rufen. Und ich kann böse Magie wirken. Und sie wirken mehr böse Magie und erlangen mehr böses Wissen und werden wahnsinnig dadurch, weil sie sich dazu entschieden haben, wahnsinnig zu werden. Denn das ist das Problem bei Fantasy. Was im echten Leben nicht die eigene Schuld ist, wie zum Beispiel eine Geisteskrankheit, kann in der Fantasy-Welt durch irgendwas hervorgerufen werden, das man selbstständig verursacht hat. Und im Fall von zum Beispiel Cthulhu wäre sowas wissentlich. Man wird nicht durch Cthulhu wahnsinnig, wenn man es nicht aktiv darauf anlegt. Ich werde nicht von versunkenen Städten und Fischmenschen träumen, wenn ich nicht versuche, deren Geheimnisse zu entlüften. Und ich werde nicht das gelbe Zeichen wie besessen an die Wände malen, wenn ich nicht versucht habe, die Macht des gelben Zeichens für mich zu nutzen. Und das ganze Metaphysische bringt mich zu meinem zweiten Punkt, das einfach killen, weil er böse ist, Ding. Hier müsste ich normalerweise sagen, dass Gut und Böse rein subjektiv ist, aber das ist in Fantasy nicht ganz richtig. Beispielsweise sind Dämonen auf jeden Fall immer böse, weil sie die Essenz des Bösen verkörpern. Andererseits sind Goblins sterblich und somit subjektiv böse. Das heißt, sie sind böse aus unserer Sicht. Und genauso sind Abenteurer schwer bewaffnete Arschlöcher, die einfach in die Wohnungen von Goblins eindringen, alles totschlagen, was sich bewegt, alles klauen, was glitzert und sich dann wieder verpissen. Aus der Sicht der Goblins sind die Menschen und Elfen und andere Abenteurerrassen bösartig. Oder anders gesagt... Anakin, Chancellor Palpatine is evil! From my point of view, the Jedi are evil! Und um es noch einmal endgültig und schmerzhaft klarzumachen,
Ich habe kein Problem mit N-Guy. Ich mag N-Guy. Ich denke, er macht tollen Content, wenn er mal Content macht. Und ich weiß, dass das seine Meinung ist und ich respektiere seine Meinung. Ist einfach sein persönlicher Geschmack und fertig ist. Aber ich habe das Ganze als Grundlage genutzt, um meinen eigenen persönlichen Geschmack mal ein bisschen zu teilen und um zu gucken, ob Videoantworten in dem Format wirklich sinnvoll sind. Aber wie dem auch sei, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag. An einem längeren Video arbeite ich gerade noch, also ein bisschen warten noch. Und falls ihr Anregungen, Wünsche, Fragen oder Nacktbilder habt, einfach alles unten in die Kommentarzeile packen. Ich sortiere es dann selber aus. Ciao, ciao.